Ja, hallo Jutta, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Witcher Wild Hunt. Wir sind hier mit Kira unterwegs und suchen einen Magier-Elf. Das ist der Elf. Arrecht war Gledif. Was war das? Eine Illusion? Nein, eine morphotische Projektion. Was für eine Projektion? Sowas wie ein Briefkasten für Magier. Viel sicherer als ein gewöhnlicher Brief, den jeder auf dem Weg zum Adressaten abfangen kann. Das war eine Botschaft an Ciri. Die Nachricht war eindeutig für Ciri. Tochter der Möwe. Lara Dorrens Erbin. Tatsächlich. So würden die Elfen Ciri nennen. Aber was war das mit dem Zeichen ihres Schwerts? Ein Rätsel? Ja, aber kein schweres. Nicht, wenn man weiß, dass Ciri ihr Schwert Zirael genannt hat. Schwalbe. Bitte. Wer außer dir sollte das wissen? Das könnte der Punkt sein. Dein Elfenmagier hat die Passage gesichert und so versteckt, dass nur Ciri sie finden konnte. Er sah nicht voraus, dass jemand wie du auftauchen könnte. Trotzdem hat er ungebetene Gäste erwartet, schätze ich, und einige Vorkehrungen getroffen. Hoffen wir, dass die wilde Jagd ein paar Probleme bekommen hat. Na dann mal los. Meinst du, es reicht, den Schwalben zu folgen? Abwarten. Ja, Wanderung im Dunkeln. Ja, Pilze. Pilze. Da steht was Großes, aber es ist wahrscheinlich nur eine Statue. Von da sind wir ja gekommen. Kein Schatz. Ein alter Elfenhafen? Sie sind wohl über das Meer gekommen. Wie lange das her sein mag. Ja, und Freundinnen haben wir auch da unten. Moment. Dieser ölige gelbe Dampf ist hier. Morchel auch so erkannt. Wesemir hat mir mal erzählt, dass er Igni von solchen Wissen. Ganz schlechter Einfall. Und dann? Tja, er hat's überlebt. Und Wunden heilen bei jungen Hexern im Handumdrehen. Komm, weiter. Jetzt warte mal. Lass der Obst haben. Kommt sie nicht weiter? Toll, toll, machst du das. Haarscheierlinge. Öl und Leder. Ja, ich sollte mal besser auf mich aufpassen. Ich bin tot, ich habe mich selber vergiftet, ich bin blöd. Ja, letzte Spielstand. Ich wollte doch nur schnell noch die Kiste haben. Wurde mir verwehrt. So ein Dilemma. Ich habe ja gesagt, im vorherigen Part, es wird wieder ein Part voller Stab.
Oh je. Okay. Also, Erit. Juritin. Ja, kennst du noch mit? Ein alter Elfenhafen? Sie sind wohl über das Meer gekommen. Wie lange das her sein mag. Na, kommen die oder bleiben die? Vorsicht, dieser ölige gelbe Dampf ist giftig. Ich brauche von dir keine Belehrung. Ich hab die Fuchsmorchel auch so an. Vizimir hat mir mal erzählt, dass er Igni an solchen Fuchsmorcheln verliebt hat, als er gerade gelernt hatte. Ganz schlechter Einfall. Und dann? Tja, er hat's überlegt. Und Wunden heilen bei jungen Hexern in Hand umdrehen. Komm, stirb! Ja. Moment. Das nehmen wir alles mit. Kaira, Kira, geh mal beiseite. Okay. Einen Moment. So. Wohin? Dadurch? Oh Gott. Ich weiß nicht wohin. Kira, du bist mir auch keine große Hilfe. Vielleicht da? Eine Schwalbe. Wir sind offenbar richtig. Wo? Ah, da. Folge dem Schwalbensymbol. Ich folge den Pilzen. Pfeffer. Eine kleine Kiste. Gildorfer Schwert, magischer Gegenstand. Wo könnten denn... Aber es hieß, wir sind richtig, ne? Da ist noch... Etwas. Schau, sieht aus wie die andere Säule mit der Projektion. Siral, ni forte solesse rea. Einzelne Kelpie. Kelpie? Meint er das Seeungeheuer?
Nein, Ciri hat ihre Stute so genannt. Das Pferd konnte offenbar rennen wie ein Dämon. Hm, guter Name für ein Pferd. Sollen wir danach suchen? Ja. Vella Glan! Moment. Okay, dann kommt er nur wieder. Die Pforte soll es sein, ja. Ich frage mich, was das alles bedeutet. Sie sehen aus, als wären sie hastig. Ein Seeungeheuer. Sieht ein bisschen wie der Kairan aus. Ihalt, was zum Henker ist das? Oh je. Eine weitere Sicherheitsvorkehrung. Verflucht nochmal. Oh. Ich weiß genau, welche von euch echt ist. Jetzt konzentrier dich aufs Kämpfen. Ja, ich bin tot. Kann mich nicht mehr konzentrieren. Wie immer. Oh je. Das gibt ja was hier heute noch. Na komm, kein Zeit. Schau, sieht aus wie die andere Säule mit der Projektion. Sire, die Pforte soll es wäre ja. Moment. Habe ich die Kiste jetzt mitgenommen gehabt? Eieiei. Hier war doch eine Leiche. Ach, egal. Cyril, die Pforte soll es sehr ehren. Einzelne Kelpie. Kelpie? Meint er das Seeungeheuer? Nein, Ciri hat ihre Guter Name für ein... Okay. Ich speichere mal. Vella Glan! Ein Seeungeheuer. Sieht ein bisschen wie der Kairan aus. Geralt, was zum Henker ist das? Nichts Gutes. Eine weitere Sicherheitsvorkehrung. Verflucht nochmal. Meinst du, das ist eine Art Spiel mit dem Verstand? Du weißt schon, ob man sich selbst besiegen kann oder ob man das will. Vielleicht halten sich diese Erscheinungen ja für real. Tut mir leid, ich kann deine Zweifel nicht teilen. Ich weiß genau, welche von euch echt ist. Oh, ist dir sowas schon mal passiert? Ja, nee. Fast. Vor einer Weile hat mal ein Doppler versucht, ein meine Gestalt anzunehmen. Ich sehe keine Verbindung zu Kelpie. Musst du alles anfassen? Ja, wusste ich das? Geralt, ist alles in Ordnung? Kann man so sagen. Wo könnte denn eventuell... Müssen wir da runter? Da. Ein Pferdebild. Das muss ein Hinweis für Ciri sein.
Nun müssen wir tauchen. Nein, nach oben. Kelp hier. Noch ein Pferd, fast genauso wie das letzte. Mal sehen, was jetzt passiert. Geralt, ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber es hat funktioniert. Komm wieder her. Ich komme. Schau, sie gehen auf. Gehen wir. Okay. Wenigstens weiß ich jetzt, was meine Teleportation gestört hat. Dieses Portal hier. Und ich weiß jetzt, warum ich in diesem ertrunkenen Nest gelandet bin. Du solltest froh sein, dass du in einem Stück wieder rausgekommen bist. Und da fragen sich die Leute, warum ich diese Porte hasse. Eine Schwalbe. Es hat geklappt. Komm. Meinst du, es ist sicher? Natürlich. Der Elfenmagier hat das Portal für Ciri hinterlassen. Komm jetzt. Na gut. Wenn dem so ist, dann ist es. Vella Glan! Es ist ja so still geworden. Ist das schlimm? Ruhe vor dem Sturm. Ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm. Aha. Moment. Haben wir das? Bären, Hunde, Wölfe, Erscheinung, mittags, bla bla bla. Hybriden? Nein. Nein. Neckar. Wölfe. Also Geister sind es nicht, Hybriden auch nicht. Ist auch nicht. Ole. Verfluchte Wesen. Keine Ahnung. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Zirael nicht erkannt. Eindringlinge zerstören. Verdammt. Mir Aua gemacht. Sie macht ja auch was mit Druck. Sollte ich das auch machen? Doch nie im Leben. Ich habe natürlich vor. Nicht gespeichert. Ciri, mach du mal. Kira. Come on up!
hat er mich aber. Ich muss mal was anderes finden. Nein. Axi? Hat viel geholfen. Toll. Was jetzt, du Stück Dreck? Ja, siehst ja, was jetzt er macht. Oh je. Durchdrungener Staub, Monsteressenz und Glimmherz. Das wäre geschafft. Ja. Ich wusste, wir schaffen es. Kiste. Kleiner Chirurgen. Wirklich? Dann sag es mir nächstes Mal doch bitte auch vorher. Meine Intuition ist ein feines Instrument, Hexer. Unterschätzt sie nicht? Okay. Was dich angeht, habe ich ein sehr gutes Gefühl. In vielerlei Hinsicht. Hm. Aber wo entlang jetzt? Da entlang. Moment. Glaube ich zumindest. Ja, sie kommt auch, dann ist es wohl richtig. Ist noch was Böses hier? Wenn du Ciri endlich gefunden hast, was machst du dann? Weißt du das schon? Hängt davon ab, was sie will. Stellst du dir vor, wie es sein wird? Was sie sagt? Wie sie aussieht? Nein. Tut mir leid. Ich bin einfach zu schnell. Manchmal vergesse ich, dass wir uns kaum kennen. Jedenfalls nicht genug, um über Persönliches zu reden. Keine Sorge. Das wird noch. Ich will das haben. Das ist doch irgendwas da. Ach, sie steht jetzt seinem Weg. Ne, kriege ich nicht. Keine Ahnung, was es ist. Feuer anmachen. Vampiröl, Silbererz. Kamin. Also eine hier durch. Och, geiler. Ich will natürlich alles ein bisschen durchleuchten. Dort ist ein Portal. Wir müssen es schnell aktivieren. Ich habe das Gefühl, dass uns gleich noch ein Golem überrascht. Ja, du aktiviere. Ich geh mal weg. Was war denn dann hier? Oha. Was denn? Wieder dieses Gefühl? Und wie? Und stirb!
Der hat mich ganz schön. Ich bin tot. Der hat mich voll gekotzt. Oh je. Gar nicht gut. Nein, gar nicht gut. Und ich habe mal wieder nicht gespeichert. Trotzdem gehen wir zu ihm wieder. Was war eine Deutsche? Wir gehen natürlich wieder zu ihm hin. Bella Graf! Das wäre geschafft. Ich wusste, wir schaffen es. Wirklich? Dann sag es mir nächstes Mal doch bitte auch vorher. Meine Intuition ist ein feines Instrument, Hexer. Unterschätzt sie nicht. Was dich angeht, habe ich ein sehr gutes Gefühl. In vielerlei Hinsicht. Ja. Wenn du Ciri endlich gefunden hast, was machst du dann? Weißt du das schon? Hängt davon ab, was sie will. Stellst du dir vor, wie es sein wird? Was sie sagt? Wie sie aussieht? Nein. Tut mir leid. Ich bin einfach zu schnell. Manchmal vergesse ich, dass wir uns kaum kennen. Jedenfalls nicht genug, um über Persönliches zu reden. Keine Sorge. Das wird noch. Ist das okay, wenn ich mal eben kurz ein Stündchen so... Okay, ich dachte schon, wäre nicht so gut. Aber sie bleibt ja. Dann mal weiter. Oha. Was denn? Wieder dieses Gefühl? Und wie? Stopp. Was jetzt, du Stück Dreck? Lass ich doch. Ich bin schon wieder tot. Es ging so schnell jetzt runter, da bin ich einfach gestorben. Aber gut, ich habe da gespeichert. Von dem her. Nicht so schlimm. Na komm schon. Komm, put. Also, das hilft denen ihm auch nicht. Was hilft denn? Wir würden Schutzschild. So lang kommen. Oha. Kann man ihn Gedanken beeinflussen? Was denn? Wieder dieses Gefühl? Und wie? Hat voll gewirkt. Stirb! Verdammt! Ja.
Kira, hallo. Bist du Balabala im Kopf? Guck mal hinter dir. Kira. Also sag mal, Kira, geht's noch? Schau, sie gehen auf. Gehen wir. Nee, jetzt wartest du. Holz und Breitkopfholz, Meisterwüstenjahr. So. Ist da sowas hier? Irgendwas bewacht hier? Nein. Nein. Okay, Kira, wir gehen. Aber F5-Taste. Ach, ich habe mich verlaufen. In die Richtung. Dort ist ein Portal. Wir müssen es schnell aktivieren. Ich habe das Gefühl, dass uns gleich noch ein Golem überrascht. Ja. Was kann ich denn machen? Oder muss ich so machen? Nein. Ja, dann aktiviere es doch mal. Noch eine Schwalbe. Schau, es hat geklappt. Komm. Es hat geklappt. Schau, wir haben es über die Brücke geschafft. Hier haben wir die wilde Jagd gesehen. Toll. Das heißt, sie haben mächtig Vorsprung. Komm. Vella Glan. Nö. Wilde Jagd. Definitiv. Sie haben die Wächter des Magiers zerstört. Zum Plaudern sind sie jedenfalls nicht hier. Hattest du das je gedacht? Jägerstiefel. Zwergen geschnappt. Sonst sowas? Ach so. Da war was drin? Ja, Kara, dann komm. Kira, Kara. Haben sie eingefroren, ehe sie angreifen konnten. Was? Oh Gott. Schenzabir! Ja.
die weiße Kälte. Ein Magier, der wieder jagt, hat sie beschworen. Kannst du die Risse verschließen, durch die sie kommt? Zu weit weg. Wir müssen näher ran. Ich schirme uns mit Demetia Crests Woge ab. Bleib dicht bei mir. Daria Nanoi! Fertig. Bleib bei mir. Okay. Kann ich nicht... Nein. Heine Kalar! Wir müssen sie schließen! Soll ich? Ich mach's, aber gib mir Deckung! Muss bei ihr drinnen bleiben. Angers Gabana! Langsam glaube ich, dass wir es schaffen könnten. Gut, dann mach weiter. Oh, bleibst du wohl da drinnen? Angers Gabana! Nur noch einen! Verwesenes Fleisch. Das ist Fleisch und Schwefel. Es hat funktioniert. Daria Nanoi! Keira! Was ist los? Geht vorbei. Das hat ganz schön viel Kraft gekostet. Wenn du nicht weitergehen kannst. Du kannst mich doch nicht hier lassen. Das würde ich nie tun. Ich würde ja gerne sagen, dass wir eine Weile hier bleiben und uns ausruhen können. Ich weiß. Wir müssen weiter. Okay. Sie haben die Passage blockiert. Vielleicht kann ich. Ich mach das schon.
Vielleicht holen wir sie noch ein. Ja, gleich. Oh, für den Zwergenschnaps rennen wir jetzt hier rum. Aber sonst ist hier auch nichts außer halt das gewesen Fleisch von denen. Okay, aber ich würde sagen, ich mache hier einen Break. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks, wie immer. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und im nächsten Part geht das Sterben weiter. Bis dahin, adios.